muss den Kopf hoch. Es wird wieder. Du musst dich verzweifeln. Es hat keinen Sinn, diese Gedanken Schuss zu machen. Das Leben ist zu kostbar. Es geht immer weiter. Viele Leute sind pleite, haben ihr Geschäft verloren, sind krank, viele auch schon tot. Wir haben alle was durchgemacht. Es ist nicht leicht. Ich habe Tante Emmy verloren. Glaubst du, es war leicht? Sie hatte den Virus. Ich konnte sie nicht retten. Ausgangssperren. Ich konnte ihr nur Essen vorbeibringen, mit ihr telefonieren. Sie war schon alt, krank. Der Virus gab ihr den Rest. Ich war noch nicht mal auf ihre Beerdigung, weil es keine gab. Hey, Mütti meldet sich nicht. Mein Vater ist krank. Ich wollte Herr Mütchen Essen vorbeibringen. Mein Vater auch. Hat eine Hüft-OP gehabt. Wir haben alle Probleme. Alle. Meine Kinder haben Berg an Hausarbeiten auf. Schulen sind geschlossen, Geschäfte, alles. Ich wünschte, es wäre alles wieder so wie früher. Normalität. Aber es ist so. Vielleicht sollen wir darüber nachdenken, über unser Leben. Mehr solidarisch sein. Wer weiß, wozu das gut ist. Hussein, ich will jetzt malen. Tu das wie ich. Geh raus, lenk dich ab. Lies Bücher. Kann dir was schicken. Ich gehe spazieren. Dann wünsche ich dir alles Gute. Lass den Kopf nicht hängen. Es wird wieder. Alles Gute und Gesundheit. Bis dann, tschüss. So, lass weitergehen. Der sich umbringt. Mein Mütchen schafft das auch nicht. So krank. Herzinfarkt. Schlaganfall. War im Krankenhaus. Es ist auf jeden Fall schwierig. Gehört. Als ob mir jemand hinterhergelaufen ist. Nichts, nicht zu sehen. Wird seit Tagen belästigt. Irgendjemand folgt mich.
Gleich ein Einbrecher. Kriminalität. Stärker.